Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Eine kleine Platte, aber doch so eine große Wirkung. Das hat mir der Techniker empfohlen, dass ich das etwas anhebe, dass die Luft darunter zirkulieren kann. Eigentlich wollte ich hier auch noch alles verkleiden und hier unten die Seite auch. Und eine Schachtel von Lacombe. Hier habe ich das Waschpulver drin. Hier passt Weichspüler rein. Da die Preise vom Holz wahnsinnig teuer geworden sind, auch bei Möbelbauplatten und so weiter, Baumarkt, alles Mögliche, was ihr in Sachen Holz kaufen könnt, ist unglaublich teuer geworden. Deswegen habe ich den Vorteil, weil ich eine Säge habe, eine Tischkreissäge, dass ich mir günstigere kleine Hölzer kaufen kann und dementsprechend neu beschneide und dann zueinander verleime. Und schon habe ich 10 Euro gespart. Diese zwei Bretter, die ich jetzt zueinander verleimen werde, damit diese Kanten hier, diese angefangenen Kanten, damit die weg sind, schiebe ich die Bretter einmal kurz über die Tischkreissäge und gut ist. Ich setze jetzt hier drei Fischstübel ein, dass das dann zueinander sich nicht verrutscht und dass die Fläche halt wirklich eben bleibt. Wenn ihr sehen wollt, wie diese Maschine hier funktioniert und welche Maschine ich hier benutze, dann klickt jetzt einmal rechts oben in der Infobox. Da verlinke ich euch den Test von der Färbmaschine hier. So, im Prinzip mache ich jetzt nur eins. Ich mache hier jetzt einen Strich auf beide Bretter, wo ich die Fischdübel, die Flachdübel reinsetzen möchte. Und dann habe ich auch eine gleichmäßige Fräsung. So, hier an der Stelle kommt jetzt Leim drauf. Hier in der Nut von den Fischstübeln, hier mache ich natürlich auch Leim rein. Jetzt Kanten schleifen, die Oberfläche etwas schleifen und dann beiße ich das in Schwarz. Vor dem Beizen immer gut entstauben. Heute streiche ich mit Öl, und zwar ein Hartöl, das trocknet ähnlich ab wie ein Lack. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum öle ich jetzt wieder? Ich habe ja jetzt schon lange nicht mehr geölt. Das liegt daran, dass der Lack ausgegangen ist. Das reicht nicht mehr für die Fläche hier. Öl geht mir langsam auch aus. Mir graut schon davor, wieder einzukaufen, weil die Preise sowas von dermaßen überall in allen Bereichen durch die Decke gehen. So, das kann jetzt eine halbe Stunde warten und danach überall da, wo so sich Pfützen befinden, Astlöcher zum Beispiel, da wo das Öl nicht einziehen kann, das reiben wir dann mit dem Lappen danach, dann einmal massieren wir das noch einmal rüber. So, und immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, das sind nur Stellen, die furztrocken sind, dann kann man auch noch mal punktuell mit Öl dahinterher gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich streiche jetzt überall bei den trockenen Stellen noch einmal rüber. Lass das nach wie vor noch mal ein bisschen einwirken und dann gehe ich zum Schluss mit dem Lappen rüber. Wenn ihr so ein Öl abzieht mit dem Lappen, ist es am Anfang zäh vom Gefühl her. Und wenn ihr das eingerieben habt, so wie jetzt, dass ich das einmassiert habe, ist die Fläche vollkommen glatt. Und den Lappen könnt ihr wegschmeißen danach, weil
Der ist dann steinhart. So, sieht schon ganz gut aus. Jetzt schneide ich hier noch die ganzen Kabellagen ein, hier wo die Kabel halt langlaufen von der Waschmaschine und der Lampe. Nochmal zur Erklärung, hier habe ich die zwei Leisten, weil das ist ein Waschtrockner und der Trockner, der sondert hier oben an der Platte sehr viel Hitze und Wärme ab, und wenn ich das jetzt dicht drauf machen würde, das hat mir der Techniker empfohlen, dass ich das etwas anhebe, dass die Luft darunter zirkulieren kann. So, schauen wir mal, ob es passt. Oh, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, passt. Sehr gut. Schaut mal, und so sieht das jetzt aus. Schon mal ganz anders, ne? Hier unter ist dann die Lücke. Hier mache ich jetzt noch eine Leiste hin. Da habe ich noch eine Spanplatte in Weiß geschnitten, die ich hier auch noch drunter leimen werde. Hier einmal der Ausschnitt. Nicht ganz perfekt, aber ja. Und hier habe ich einen Doppelausschnitt gemacht, weil hier kommt noch eine Lampe hin. Aber das zeige ich euch dann gleich. Ich leime jetzt erstmal den Spanplattenstreifen. Den habe ich extra in Weiß gewählt, damit das auch gut mit dem Waschbecken passt. Den lege ich jetzt einfach nur hier drauf und lasse den Leim einfach wirken. Mehr mache ich gar nicht. Ich habe jetzt eine Stunde lang trocknen lassen. So, hier mache ich jetzt auch eine Schnur Leim drauf. Hier ist die Leiste. Hier ist jetzt natürlich ein bisschen lückig, das ist nicht ganz gerade. Könnte ich jetzt noch eine dünne Schnur Silikon hier reinmachen, so wie da hinten. Ich lasse es jetzt erstmal. Eigentlich wollte ich hier auch noch alles verkleiden und hier unten die Seite auch. Aber ich habe mir ehrlich gedacht, das reicht dicke aus, hier oben einfach nur einen schönen sauberen Abschluss zu machen. Und vor allen Dingen auch in Schwarz, weil die Waschmaschine auch in Schwarz ist. So, hier habe ich jetzt eine Lampe. Hier kann ich den Stecker einfach umstecken. Dekotechnisch habe ich hier aus einem Trödelladen so eine schöne Flasche Whisky gefunden und eine Schachtel von Lacombe. Hier habe ich das Waschpulver drin. Da passt ein Päckchen Waschpulver rein ohne Probleme und hier passt Weichspüler rein. Genau ein Liter. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Mega. Eine kleine Platte, aber doch so eine große Wirkung. So sieht das bei mir jetzt aus. Schön mit Stimmung. Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Über ein Abo freue ich mich natürlich sehr. Und dann sage ich tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal.